Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister! Es ist festzuhalten, dass offensichtlich bei dem heute hier vorliegenden Haushalt wieder einmal Ökolobbyisten, Klimakleber und sonstige Ideologen ohne Sachverstand den Ton angegeben haben. Die Nöte und Sorgen der Landwirte wurden augenscheinlich dabei nicht berücksichtigt. Das ist aber auch kein Wunder, denn im Agrarministerium wurden keine Landwirte mit Sachverstand mehr eingestellt, sondern seit September wurden alleine 8 Mitarbeiter aus den Verbänden BUND, Bioland, Deutscher Naturschutzring, BÖLW, Deutsche Umwelthilfe und der Welthungerhilfe mit Versorgungsposten bedacht. Und damit die Klima- und Tierschutzextremisten auch von öffentlichen Steuergeldern profitieren, sind alleine seit dem Amtsantritt von Herrn Minister Özdemir 40 Millionen mehr an Verbände wie Bioland, Demeter, Greenpeace oder PETA im Vergleich zum Vorjahr geflossen. Das zeigt, dass die Grünen nicht nur die Tierhaltung, sondern am liebsten die komplette konventionelle Landwirtschaft abschaffen wollen. Statt über Tierhaltung diskutieren wir ja nur noch über die CO2- und Methanemissionen der Tiere. An das Wohl der Tiere und unserer Landwirte denkt da schon lange niemand mehr. Das Höfesterben ist für die Grünen aber offenbar das einfachste Rezept für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft. Das beste Beispiel ist hier die Borchert-Kommission, die ja schon mehrfach angesprochen wurde. Von der vollmundig angekündigten Milliarde für den Stallumbau sind jetzt sowieso nur noch 600 Millionen Euro übrig, wenn man die Verwaltungskosten runterrechnet. Und der Ansatz von 150 Millionen für das Jahr 2023 wird jetzt nicht freigegeben, da es noch keinen Plan gibt. Aber mit keinem Plan kennt sich der Herr Minister ja scheinbar bestens aus. Mehr als Hanfanbau auf der Dachterrasse kommt da selten von ihm. Egal ob Doppelwumms für 200 Milliarden hier oder 100 Milliarden Sonderschulden Bundeswehr da. Für alles hat die Bundesregierung Geld, nur unsere Bäuerinnen und Bauern gehen mal wieder leer aus. Die Realeinkommen unserer Landwirte sind schon zu Zeiten der CDU gesunken. Unter Ihrer Koalition geht es jetzt noch deutlich schneller bergab. Schlachtunternehmen können den Landwirten nicht mehr das Geld zahlen, das diese angesichts der steigenden Kosten bräuchten. Viele Tierhalter stehen kurz vor der Insolvenz und sehen keine Perspektive mehr in Deutschland. Allein 10% weniger Schweineproduktion innerhalb eines Jahres zeigt uns den Weg auf, wohin wir uns bewegen. Meine Damen und Herren, die Selbstversorgung mit Fleisch aus Deutschland ist in Gefahr. Westfleisch-Vertriebsleiter und VDF-Vorstand Hubertus Kelliger sagte auf der Eurotier: Wir sind jetzt an einem Punkt, der wir uns ausrechnen können, wann wir uns nicht mehr selbst versorgen können, Fleisch zu einem knappen Gut wird und die Regale in den Supermärkten nicht mehr mit in Deutschland produzierten Fleischartikeln gefüllt sind. Aber genau das will diese Regierung ja offenbar. Weder Hilfen für den Einkauf von Mineraldünger noch eine Verdopplung der Agrardieselrückstattung, wie von der AfD gefordert, sind für diese Bundesregierung wichtig. Die Agrardieselrückerstattung wird hierbei als klimaschädliche Subvention von den Grünen, aber auch genauso von der einst konservativen Union bezeichnet. Und bei Mineraldünger sollen die deutschen Bauern dann sparen, gleichzeitig aber weniger Vieh halten und die Flächen dann mit organischem Dünger besser zu versorgen, den es ohne Tierhaltung aber gar nicht mehr geben kann. Meine Damen und Herren, an diesen Entwicklungen lässt sich ganz klar erkennen, ein grüner Landwirtschaftsminister schadet der Landwirtschaft in Deutschland massiv. Aber wie mittlerweile merkt die Lebensversorgung nicht mehr selbstverständlich ist und die Verteuerung der Lebensmittel spüren nun nicht nur die armen Bürger. Inzwischen gibt es in Deutschland 962 Tafeln. Seit Beginn des Ukraine-Krieges verzeichnen rund 61% der Tafeln einen Zuwachs ihrer Kunden um bis zu 50%. Rund 30% der Tafeln haben bis zu doppelt so viele Kunden und 9% haben mehr als doppelt so viele Kunden. Hierzu findet sich leider im aktuellen Haushaltsplan gar nichts. Statt die Ärmsten der Gesellschaft gezielt zu unterstützen, trägt dieser Haushalt klar den Stempel der Klimaideologie. Sieht so soziale Politik aus? Wir von der AfD sagen gar ganz klar nein. Deutsches Steuergeld muss endlich wieder für die deutschen Interessen verwendet werden. Bezahlbare Lebensmittel durch die Streichung der Mehrwertsteuer wäre nur ein Beispiel, was wir schon lange gefordert haben. Weitere 3 Jahre grüne Landwirtschaftspolitik kann sich dieses Land nicht leisten. Sonst sind wir wieder im Mittelalter mit Pflug und Ochsenkarren. Das, meine Damen und Herren, wird es mit uns von der AfD nicht geben. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle zur Spätschicht. Die ist heute halbwegs noch im Rahmen. Und sie bleibt das auch, wenn Sie sich alle natürlich an Ihre Redezeiten halten. Wir haben ja noch einen Einzelplan. Aber jetzt erhält erstmal das Wort Dr. Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion.